Hallo liebe Dartsportfreunde, herzlich willkommen in Ollis Dart Garage. Aus dem aktuellen 180 Launch gibt es ja auch Zubehör und dazu zählt zum einen die Darts-Matten, die es in drei Designs gibt. Davon möchte ich jetzt euch eine mal genauer vorstellen. Ich tausche meinen alten Darts-Teppich gegen die neue Matte aus und schildere euch da mal so meine Eindrücke. Und dann hat die erwachsene Illumina-Beleuchtung, die ich hier hinten ja schon lange nutze, ja eine Nachfolgerin bekommen oder einen kleinen Bruder, wie auch immer man das nennen mag, und zwar die Illumina Light. Die gibt es ein bisschen preisgünstiger, ist ebenso aus Alu und vor allen Dingen, so wie hier, sie kann nicht nur mein Gesicht beleuchten, sondern natürlich auch euer Dartboard. Kleines mobiles Lichtschwert, denn das Ding ist über ein USB-Kabel mit einem USB-Stecker zu versorgen oder halt einfach mit einem ganz normalen Handy-Ladegerät-Stecker. Und dann dachte ich, ist es ja nicht verkehrt, sich mal die neue Lampe genauer anzuschauen und die vielleicht dann auch zu vergleichen mit zum Beispiel einem allseits beliebten Winmore Polaris, auch so ein Einsteiger-Dartboard-Beleuchtungssystem, oder auch nochmal einen Eindruck zu geben, vielleicht im Vergleich zu dem Mission Taurus 100. Das ist auch eins der kompaktesten, wirklich mobilen Dartboard-Beleuchtungssysteme. Das habe ich einmal ausführlich in einem Vergleich gehabt. Die Verlinkung findet ihr auch entsprechend in der Beschreibung. Aber dann finde ich, kann man auch diese neue Lampe, die Illumina Light, denke ich mal ganz gut einordnen. Viel Spaß bei diesem Review. So, willkommen in meinem Dartsraum. So sieht die Teppichsituation bei mir seit gut 3 Jahren aus. Ich habe mich seinerzeit für einen Darts-Teppich von Royal Darts entschieden. Das Gute ist, der ist 1 Meter breit, das fand ich gut. Der hat halt schon integriertes Oki, ihr seht es ja auf den Bildern, und hat, sage ich mal, seine Schuldigkeit getan. Was mir aber nicht so bewusst war, was ich erst hinterher gemerkt habe. Ich dachte, dass so ein Darts-Teppich eben nicht nur schön aussieht und praktisch ist, sondern halt auch effektiv, ich sag mal, Bouncer und damit Durchschläge von so Dartspitzen auf den Unterboden verhindert. Das tut so ein relativ dünner Teppich leider nicht. Der ist zwar unten auch gummiert und soweit halt rutschfest, jetzt so langsam nicht mehr, der ist halt in die Jahre gekommen, aber er hat nicht effektiv Bouncer verhindert oder reduziert. Also ich habe hier richtig üble Pocken in den Boden. Bei einer Mietswohnung, sage ich mal, kann das wirklich problematisch werden. Oder wenn du auch noch die Dartanlage von hier nach da mal verlegst und das denn nicht weißt, das kann dann echt böse enden. Darum finde ich, guter Zeitpunkt, jetzt hier einfach mal zu wechseln. Jetzt will ich euch nicht meinen Hintern da ins Bild zeigen, hoffentlich. Aber dann werde ich mal diesen Darts-Teppich, den altgedienten von Royal Darts, aufrollen und gegen die neue Darts-Matte von 180 austauschen. So, dann ist hier klar Schiff. Die Matte habe ich hier schon mal aus ihrer schönen Verpackung genommen. Na und dann rolle ich doch das gute Stück hier mal aus und schaue, wie schön das passt. Also man merkt auf jeden Fall, das ist wirklich eine schöne, dicke Qualität. Ich zeige das auch gleich nochmal. Und vom Maß, guck, zack, 180 steht hier ganz am Schluss. Also auch hier schön angelegt. Ich meine, die muss ich ein bisschen auslegen, das ist klar. So, und dann wie immer hier einmal schön draufkrabbeln, das ist doch fein. So, aber das sieht doch schon mal grundlegend echt schön aus vom Druck, muss ich sagen. Dann steht hier Profession und Strive for Perfection und ganz oben nochmal 180, aber 237 und 244 sind hier mit einer Linie markiert. Dann hast du hier noch einen schönen Standbereich und ich hoffe, man sieht es hier auch auf den Bildern ganz gut. Das ist hier unten, wirkt es fast wie ein dickeres Filz. Also auf jeden Fall ist es ein Webstoff, nicht nur so Teppichschlinge, sondern wirklich einen Webstoff in einzelnen Bahnen, der wirklich dick ist. Ich blende gleich nochmal ein, was ich gemessen habe, wie dick der Teppich im Vergleich jetzt zu meinem alten von Royal Darts ist. Und er ist hier ringsrum dann auch nochmal so umfasst. Das ist ein Umnäher, das ist nicht gekettelt, sondern einfach umgenäht, aber halt ein schöner schwarzer Abschluss. Und diese Matte gibt es aktuell in 3 Designs. Ja, ich denke, da findet jeder so, was er mag, auch in unterschiedlichen Farben. Die finde ich jetzt, wo ich sie hier liegen sehe, gar nicht so schlecht. Passt prima zu meinem grünen Dartboard Surround. So, und vom Laufgefühl einfach mal so barfuß, das ist wirklich angenehm. Also ja, ich merke schon allein mit den Fossas hier, das ist wirklich eine angenehm zu laufende Qualität.
Finde ich gut. Das gefällt mir original besser. Das gibt nämlich auch nicht so leicht nach wie diese Gummimatten, aber ist gefühlt genauso dick. Eine schöne Matte, definitiv. Würde ich sagen, die ist ihr Geld auf jeden Fall wert. Naja, ich weiß, ihr wollt wenn schon denn so einen richtigen Test. Also, habe ich mir mit dem Dart jetzt hier einen Bereich markiert, wo ich weiß, dass der Boden darunter vollkommen unlediert ist. Und jetzt versuche ich mal aus etwa Dartboard Bullseye Höhe hier auch zu treffen. Das ist Nummer 1. Das ist Nummer 2. Sehr schön. Zack, das war ein bisschen, glaube ich, neben dem Dart, also noch etwas drüber. Und aber sowas von Volltreffer. Okay. Ja, erstmal die gute Nachricht. Kein Dart bleibt jetzt direkt stecken. Die federn leicht zurück. Also es ist ein etwas federndes Material. Jetzt mal gucken, wie es da drunter aussieht. Hier war mein Dart. Den Bereich habe ich getroffen. Und huh, schade. Drei Löcher sehe ich von 4 Darts. Also auch hier kann unter Umständen was durchgehen. Im Vergleich zu ja, den älteren Löchern, die ich habe, sind die weniger. Also es ist wirklich punktuell ein bisschen kleiner. Aber leider, leider, so ganz effektiv, richtig krasse Hardbounce. Ich meine, klar, es hängt ein bisschen auch von der Dartspitze ab, wie sie auf dem Teppich landet, wie schwer die Darts sind und, und. Aber mal so als ganz kleinen Idiotentest, wenn man es drauf ankommen lässt, dann schützt das hier auch nicht effektiv. Da wäre es auf jeden Fall hilfreich, wenn ihr euren Boden darunter wirklich schützen wollt. Ich sag mal sowas wie, was gibt es denn hier bei Bürostühlen und so? So eine ganz einfache auch Kunststoffmatte oder so drunter zu legen. Ja, so, während ich hier umbaue, einmal auch kurz zum Zusammenbau von diesem neuen Illumina Light System. Es sind eigentlich nur 3 Teile und das Ganze geht werkzeuglos, was ich gut finde. Ihr habt hier einmal diesen Aluminiumhaken, nenne ich es jetzt einfach mal, der hinten auf diese Rändelschrauben hier drauf gebracht wird. Das heißt, ihr schiebt das drauf, macht die Schrauben hier hinten soweit fest und dann habt ihr eigentlich schon mal diese Beleuchtung, die so an dem Rahmen halten kann. Für den Kabelführung gibt es hoffentlich dann noch entsprechende Klipse oder so, dass man das hier sauber ausführen kann. Und jetzt ist hier unten am Winkel sind lediglich noch 2 Schrauben von diesem Haltewinkel hier zu machen. So sieht er dann aus. Der hat unten Magnete, die sind mit Industriekleber eingeklebt. Bin mal gespannt, wie lange das dann hält. Muss man mal gucken. Und dann wird das jetzt hier oben drauf geschraubt. Das sind auch wieder von Hand einfach hier abzumachende Schrauben. Das ist jetzt nicht optimal von der Lichtsituation, aber was soll's. Wir zeigen es einfach mal 1:1, dass ihr einen Eindruck davon bekommt, wenn ihr es zum Beispiel selber mal irgendwo aufbaut oder ändern wollt. Die Schrauben könnten gerne ein kleines Stückchen länger rausgucken, finde ich hier. Das geht zwar jetzt hier mit diesen Schräubchen soweit fest genug, aber tatsächlich auch gerade so, dass die Schraube hier abschließt. Sieht zwar auf der einen Seite jetzt ein bisschen clean aus, aber man muss hier schon so ein bisschen nachziehen. Und naja, dann merkst du, dass sie doch ein bisschen Chinesen sind, ne? Dann haben sie hier eine angefasste Schraube einfach hinten reingeknallt. Da guckt der Kopf natürlich hinten raus und gibt eine Kante. Also da hätte man jetzt auch eine Linsenkopfschraube verwenden können. Gut, dann habe ich das jetzt hier soweit montiert. Und jetzt ist die Idee, dass das auch eigentlich ohne, dass man das Dartboard abnehmen muss, jetzt hinter das Dartboard klemmt und dann papp mit den Magneten hier oben auf dem Rahmen festmacht. Sollte passen, aber grundlegend finde ich, ist das ja sehr einfach hier dran zu klippen. Das Kabel mache ich jetzt mal hier hinter, wobei, Moment, da gab es doch Klipse. Da gab es doch Klipse, die habe ich gesehen. Da machen wir es doch gleich richtig. Also 2 so kleine U-Klipse liegen dabei, das finde ich mal gut. Da hat 180 dazugelernt, denn meine Kritik beim großen Lichtsystem war ja tatsächlich die Kabelführung. Man sollte es zwar einfach oben drüber legen und dann hinten durchziehen, aber ich finde es viel schöner halt unten drunter, habe mir eine eigene Lösung gemacht. Und das mit den U-Clips hier, das funktioniert eigentlich ganz gut. Kann man das Kabel wenigstens hier soweit sauber hinten zurückführen, dass man das nicht so sieht. Ich führe es jetzt einfach mal hier so grob am Dartboard vorbei. Und jetzt ist ja der Trick eigentlich, wir haben einen USB-Stecker.
Also, jetzt braucht man entweder ein Handy-Ladegerät, wie auch immer. Hier steht auch drauf, das sollte ein 5-Volt-Netzteil mit 2 Ampere Output sein. Das sind relativ viele Netzteile, die man verwenden kann. Wenn es weniger hat, wird die Lampe einfach weniger hell leuchten. Das Ding mit dem 180-System ist ja, ihr habt jetzt hier auch nochmal so einen On-Off-Schalter. Ziemlich dick, finde ich gut. Den kann man sich hier in der passenden Höhe auf jeden Fall irgendwo anbringen. Vielleicht auch mit einem Klettband oder so irgendwo schön dann fixieren. Und das ganze Ding funktioniert ja mit einem USB-Steck. Ich habe hier extra eine Steckdose, die auch 2 USB-Ports hat. Da gehen genau 2 Ampere raus. Heißt, ich habe mich gut vorbereitet. Da ist auch Strom drauf. Ihr seht es, zack, Licht an, aus. Das ist schon mal super. Hier kann ich also jetzt mein System einfach einstöpseln oder eine Powerbank nehmen. Und dann schalten wir mal zum ersten Mal hier ein. Na, und sieh mal an. Schon ist Licht. Vom Licht selber. Ich denke, es ist ein schön helles, weißes Licht. Hängt jetzt halt von der Lichtleistung ab, das können wir gleich messen. Aber das Dartboard ist schon mal ausgeleuchtet, auch der Bereich um den Surround herum. Und jetzt kommt natürlich genau das, was bei Lichtbalkensystemen von oben so sein muss. Natürlich haben wir eine Abschattung nach unten vom Dartboard oder auch dem Surround. Wenn ich jetzt hier noch ein Dartboard Surround drauf mache, fällt das nicht ganz so ins Gewicht. Aber hier ist natürlich jetzt eine Abstufung. Dahinter habe ich noch mein Dämmsystem. Deswegen sieht man die Schattenbildung hier ganz besonders gut. Auch für alle Fälle machen wir auch selbst dieses kleine Licht noch aus. Und dann gehe ich jetzt einfach mal an die Messung. So, liebe Dartsportfreunde, und jetzt geht es einmal um einen Lichtvergleich mit dem Beleuchtungssystem. Ausgang ist jetzt einfach mal das 180 Illumina. Das habe ich ja auch schon mal in einem ausführlichen Review, auch im Vergleich zu Target Corona, Mission Taurus 270 und vorgestellt. Schaut euch dazu gerne mal dieses Vergleichsvideo an. Ich habe jetzt hier ein Opel Lightmaster, nennt sich dieses kleine Gerät. Das ist ein Lichtmessgerät, das über eine App hier in Lux dann die gemessene Lichtstärke anzeigt. Ich drücke einfach mal auf Start und was man schon mal sieht, egal wo, wie ich jetzt mein Messgerät hinhalte, erhalte ich hier oben einen Wert. So, ich mache das jetzt dann für alle Dartboard-Beleuchtungen gleich und messe immer jeweils das oberste Feld, also die Doppel 20. Da zeigt er mir jetzt auf dem Gerät, könnt ihr auch nachvollziehen, knapp 2900, also ich sag mal 3000 Lux, runden wir mal grob auf, an. Dann habe ich hier im Trippelfeld 2270 Lux etwa, im Bullseye eine Helligkeit von 1215 Lux roundabout, im unteren Trippelfeld bleiben dann 775 Lux und ganz unten nimmt die Helligkeit dann weiter ab, denn die Entfernung zum Licht zur Lichtquelle nimmt ja ebenso ab, sind es dann rund 660 Lux. Da, hier ist wieder das Telefon, ihr könnt es direkt nachvollziehen mit dem Illumina Light System. Da kommen jetzt hier also im oberen Doppelfeld rund 675 Lux an. Im oberen Trippel sind es dann glatte 600, kann man glaube ich so stehen lassen. Im Bullseye sind es dann 430, jawohl. Im unteren, noch ein kleines Stückchen, Trippel sind es 315, da brauchen wir gar nichts runden, alles klar. Und ganz unten im untersten Doppel 290, das können wir ruhig ein bisschen, 280, okay, er überlegt sich noch ein bisschen. Haben wir einen Vergleichswert? Alles klar. Das ist jetzt insgesamt von der Helligkeit natürlich deutlich weniger als die Illumina, das merkt ihr schon. Jetzt mal auch zum Vergleich ein gleichpreisiges System, nämlich das beliebte Winmo Polaris. Und hier zum Vergleich nochmal das Winmo Polaris System, preislich ja sehr ähnlich zu dem 180 Lite. Da sind es jetzt hier von der Helligkeit im oberen Doppel 1570 Lux, im oberen Trippel rund 1090 Lux, im Bullseye 555 Lux, okay,
Im unteren Drittel kommen rund 330 Looks an, runden wir immer glatt. Und ganz unten sind es dann rund 285 Looks. Damit ist das System auf jeden Fall in dem oberen Bereich definitiv heller als jetzt das 180 Light System. Verwundert aber auch nicht. Hier ist ja immerhin Stromstecker dran und von der Lichtleiste kommen hier einfach mehr LEDs zum Einsatz, die damit auch mehr Helligkeit ergeben können. Vom Schatten her ist es eigentlich fast ähnlich wie bei einem wirklichen geraden Balkensystem. Bisschen besser noch in der Ausleuchtung, weil halt von den Seiten hier noch Restlicht kommen kann. Hier sind die dunklen Schattierungen nach unten nicht ganz so krass. Aber dafür ist der Bereich um das Dartboard herum, also Surround zum Beispiel, schon ein bisschen schneller abgedunkelt. Das liegt aber eben wirklich daran, dass halt diese Bogenform in erster Linie auf die Spielfläche ausgerichtet ist, während die Lichtbalkensysteme im Prinzip einfach gerade von unten nach oben über eine relativ breite Fläche halt ihr Licht verteilen. Das schwingt ganz schön hier oben an diesem Arm, wenn die Darts landen. Aber okay, das kann jetzt auch meinem Entkopplungssystem natürlich geschuldet sein. Zum einen ist das System ja hier hinten fest mit dem Dartboard verbunden und wenn das Dartboard halt leicht nachschwingt, schwingt natürlich das ganze System. Aber da war noch so ein Geräusch, das muss ich nochmal checken. Irgendwas klappert da. Das waren die Darts. Da ist ein Pock. Was ist das? Ist da was lose? Das da meine ich. Ah. Alles klar. Der Diffusor. Ist wahrscheinlich keine Gummilippe oder was dran. Ja. Das ist das Geräusch. Okay, die kann man abnehmen. Ja, das ist eine Plastikscheibe oder ein Plastikstreifen, der ist hier eingeschoben, würde ich mal sagen, in eine leichte Alurinne, aber ja, da könnte man mal mit Silikon oder ein bisschen Gummiband das so weit klemmen, dass das einfach nicht mit klappern kann. Das fände ich auf Dauer jetzt ein bisschen nervig. Und dieser Balken da oben verschiebt er sich etwa noch leicht. Da muss man die Rändelschrauben wahrscheinlich nochmal nachziehen. Sonst auf jeden Fall ein sehr unauffälliges, finde ich, System. Also wirklich klein, aber fein, könnte man jetzt sagen. Wobei fein ist natürlich relativ. Aber wenn man ein Lichtsystem haben möchte, was definitiv null im Weg ist und gar nicht stört und sich zudem auch mal eben woanders hin mitnehmen lässt, denke ich, ist es keine so verkehrte Sache. Schattenbildung, klar, ich meine, es ist ein Balkensystem, da müssen Schatten sein, weil die Pfeile ja abschatten, also hat man da drunter, sieht man ja schon bei meiner Hand. Das geht nicht anders und die Lichtausbeute insgesamt erscheint es zumindest mal homogen, ist ein schönes weißes Licht, aber von der Lichtintensität natürlich jetzt nicht so dolle, aber okay. Kann man sich dran gewöhnen, ist so ein bisschen mehr gedimmtes Kneipenlicht, würde ich mal sagen. Haben die meisten ja auch kein Problem damit. Gut, na dann, kommen wir zum Fazit. So, dann fasse ich mal kurz zusammen. Die 180 Darts Matte, finde ich, ist auf jeden Fall von guter Qualität, kann man schon sagen. Ist ein schöner, dicker Darts-Teppich zu einem angemessenen Preis, in auch, finde ich, netten Designs, auf dem es sich angenehm läuft. Leider vermeidet auch dieser nicht ganz so Durchschläge von wirklich harten Bouncern. Okay, das wäre jetzt wirklich noch echt super toll gewesen, wenn das jetzt auch noch ausgemerzt wäre. Aber grundlegend denke ich, zu diesem Preis ist es eine vernünftige Matte mit einer ordentlichen Qualität. Die 180 Light Beleuchtung finde ich an sich auf jeden Fall natürlich günstiger Einstiegspreis. Auch damit eine gute Alternative zu einem Winmore Polaris in der gleichen Preisregion oder auch einem Mission Taurus 100. Schaut dazu gerne mal in meinen Vergleich der Lichtsysteme, da sind die beiden nochmal genannt. Das Polaris hat auch nochmal einen ausführlichen Einzeltest. Was mir hier gut gefällt, nur drei Teile, werkzeuglose Montage, das geht wirklich super easy, super fix.
Die Magnethalterung, eigentlich auch eine schöne Idee, funktioniert zuverlässig auf allen Boards und Kombinationen, die ich so getestet habe, gefällt mir auch gut. Die Sache mit dem USB-Stecker, ja, kann man machen. Ich meine, das einzige Thema ist, was ich mir hier gewünscht hätte, vielleicht einfach 2-3 Euro mehr genommen und dann wäre wenigstens der passende Stecker schon mit dabei. Auch wenn ihr nur 2 Ampere Output braucht und viele Netzteile das liefern. Aber ich habe zum Beispiel auch noch so 1,2 oder auch nur 1 Ampere Output Netzteil ausprobiert. Dann geht das Licht zwar auch, ist aber so wie eine Art 2-Stufen-Helligkeit. Das macht einmal so blüpp blüpp. Und dann ist es noch weniger hell als jetzt schon. Ansonsten aber klar, ich meine, zack, USB-Powerbank, einfach mobil irgendwo anstöpseln und schon habt ihr stundenlang einfach eine Dartboard-Beleuchtung. Da kommt dann auch wieder diese werkzeuglose Aufbauen, Auseinanderbauen zugute mit der Magnethalterung. Das kann man wirklich mal ratzfatz in wenigen Minuten einfach irgendwo einpacken, mitnehmen und woanders wieder draufbacken. So, das war es also von mir zu den Zubehörprodukten aus dem 180-Launch, der Darts-Matte und dem 180-Light. Lichtsystem. Lieben Dank fürs Reinschauen, danke für eure Kommentare und Anregungen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts. Euer Olli.